Ja, hallöchen Leute und willkommen mal wieder zu dieser Ben-Stellt-Vorrunde. Heute gibt's wieder drei Let's Player-Kanäle für euch. Drei gute Let's Player-Kanäle, wie ich diesmal mal sagen muss. Drei gute Let's Player-Kanäle für euch, die ich euch heute vorstellen möchte. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an, ohne weitere Umschweife. Fangen wir an mit dem guten Markus LPG oder LPG, wie man es auch immer nennen möchte. Der gute Markus LPG, der hat sich auch von mir ein Abo verdient. Also ihr seht, wenn ihr euch bei mir bewerbt und ihr überzeugt mich wirklich sehr, dann könnt ihr euch auch ein Abo von mir verdienen. Allerdings beim guten Markus LPG oder LPG, ich weiß gerade nicht, ob man das auf Deutsch oder auf Englisch aussprechen soll, ist mir gleich was ins Auge gefallen und das ist Autoplay. Und ihr wisst, ich bin ein Gegner des Autoplays, weil ich erkläre es einfach nochmal, ich habe es schon mal in einer Ben-Stellt-Vor-Video erklärt, ich erkläre es einfach nochmal für dich vor allen Dingen. Was ich am Autoplay so schlimm finde. Es ist einfach, ich komme auf den Kanal und mir wird sofort ein Projekt von dir aufgedrückt. Ein Projekt, was ich vielleicht überhaupt nicht sehen will. Also ich komme als Zuschauer auf den Kanal und bumm, wird mir irgendein Spiel aufgedrückt, was ich vielleicht gar nicht mag oder gar nicht sehen will. Weil immerhin, ich als Zuschauer suche mir selber aus, welches Video ich mir von dir anschauen möchte. Und das ist so für mich so ein bisschen so ein Aufdrängen des Projektes oder des Videos, was da gerade als neuestes hochgeladen ist. Und das vermittelt eigentlich schon den ersten schlechten Eindruck. Also bei mir würde das den ersten schlechten Eindruck vermitteln, wenn mir der Let's Player gleich so ein Projekt von sich aufdrücken will. Gut, ich sag hier immer bei diesem Ben stellt vor immer nur meine Meinung. Und ich gebe euch auch nur Feedback und was ihr mit dem Feedback macht, das ist vollkommen euer Ding. Ihr könnt es auch überhaupt nicht annehmen und könnt da auch einfach so weitermachen wie gehabt. Aber ich finde es Autoplay doof. Und naja, das kannst du jetzt rausmachen oder nicht. Wie gesagt, ich gebe euch Feedback, ob ihr das Feedback annimmt oder nicht, liegt ganz bei euch. Dann habe ich mir als nächsten Punkt aufgeschrieben, ich habe mir natürlich wie bei jedem Ben stellt vor Video wieder ein paar Stichpunkte gemacht. Und ich schaue mir auch von jedem Let's Player, der sich da so beworben hat, oder mir eine Kanalbeschreibung geschrieben hat, schaue ich mir auch immer so zwei, drei Let's Plays an, so ein paar Minuten lang, um auch zu sehen, wie das Commentary und alles drum und dran ist. Das Commentary finde ich bei Markus LPG, finde ich sehr gut, also er hat eine recht actionreiche Stimme, doch, wirklich. Also das muss ich, also sie kommt so richtig actionreich rüber, also vielleicht solltest du mal Call of Duty oder irgend so ein actionreiches Spiel Let's Playen. Auf jeden Fall, die Stimme kommt richtig so, keine Ahnung, ich kann das irgendwie nicht beschreiben, sie kommt so actionmäßig, also ich glaube, da würde mehr Action-Spiele würden da passen. So richtig schön, so. Yeah, jetzt ist Action, so. So empfinde ich die Stimme zumindest. Die Videoqualität ist auch voll in Ordnung, also die Bildqualität, er lädt immer in HD hoch, Tonqualität finde ich auch gut. Das Commentary ist wie gesagt sehr gut, also da kann ich eigentlich nichts dran aussetzen. Er spielt auch sehr gerne mit seiner Stimme. Also wenn er irgendwelche anderen Figuren nachmacht, wie bei Super Mario 64, wenn er Bowser nachmacht, finde ich auch sehr gut. War das jetzt? Ja, ich habe mir mal wieder einen Stichpunkt aufgeschrieben, mit dem ich gerade nichts anfangen kann. Aber ich denke mal, damit werden die Videobeschreibungen gemeint sein. Er schreibt die Videobeschreibung immer selber und das ist gar nicht so schlecht, wie er sie selber schreibt. Also, ich weiß gar nicht, ich kann es ja eigentlich auch mal kurz demonstrieren oder euch kurz zeigen. Da gehen wir einfach mal auf ein Video von ihm. Und zum Beispiel hier bei Mario, da hat er zum Beispiel geschrieben in die Videobeschreibung, was er alles in diesem Part geschafft hat. Das ist doch auch mal eine coole Idee. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, dass er das da so hinschreibt. Vielleicht könnte man noch hinschreiben,
wann welche Mission kommt, also ab wie vielen Minuten da welche Mission kommt, wäre vielleicht auch noch eine coole Möglichkeit. Zum Beispiel Folge dem Fischen kommt bei 10 Minuten 40. Einfach jetzt mal so gesagt. Oder vereine die Münzen bei so und so vielen Minuten. Wäre vielleicht auch mal noch mal eine coole Idee. Also das ist ja auch schon eine coole Idee, dass er auch immer hinschreibt. Oder hier zumindest hinschreibt. Bei Zelda habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht geguckt. Aber hier hat er zumindest hingeschrieben, was er so in diesem Part geschafft hat. Das finde ich an sich sehr cool. Doch, gefällt mir. Und jetzt muss ich mal wieder das Autoplay deaktivieren. Ihr seht, wie nervig ich das finde. Dann, was ich persönlich gesagt doof finde, das habe ich auch bei so vielen anderen großen YouTubern dann zum Schluss, ja, ihr könnt mir einen Daumen hoch geben oder könnt mich abonnieren und könnt favorisieren und, oh, also ich finde das dumm, das zu machen, also das ist so irgendwie so ein Betteln und bei mir kommt Betteln schlecht an, also wenn man unbedingt will, ja, komm, gib mir ein Favor, gib mir einen Daumen hoch und ich bin da kein Freund von und nach einer Zeit nervt das auch. Ich weiß nicht, ob du das jetzt immer tust bei jedem Video. Ich habe es jetzt nur bei Mario Part gesehen, wie du das gemacht hast. Ich weiß jetzt nicht, ob du das bei jedem Video machst, aber sowas finde ich persönlich doof. Es gibt wahrscheinlich auch welche, die stört das nicht, aber ich find's doof, also mir gefällt's nicht. Ich finde das dann irgendwann irgendwo ein bisschen nervig. Ja, er hat sich spezialisiert auf Nintendo-Spiele, also Freunde von Nintendo-Spielen können sehr gerne bei ihm vorbeischauen. Also er spielt sehr viele Nintendo-Titel, er hat sich darauf spezialisiert. Und er hat mir auch geschrieben, dass er durch Zelda, ich glaube Zelda Ocarina of Time war das erste Game, was er gezockt hat, und dadurch hat er lesen gelernt. Das ist auch mal eine coole Art, lesen zu lernen. So einer wie ich, der lernt es in der ersten, zweiten Klasse lesen und ja, er lernt es halt mit Zocken. Ist doch auch mal was. So viel zum Thema Zocken ist total dumm und Zocken würde total verblöden. Genau, und dann hat er noch ein Tree-Getter Pokémon Rot. Das ist ja auch mal eine coole Angelegenheit. Eigentlich spielt man das, eigentlich macht man immer nur ein Together, das ist dann immer nur zu zweit, aber das auch mal zu dritt zu zocken, gibt bestimmt sehr viel Abwechslung. Da wird immer abwechselnd gespielt, also jeder spielt mal einen Part. Coole Idee eigentlich, hat man schöne Abwechslung, jeden Part. Und ja, also abschließend kann ich nur noch sagen, wirklich Markus LPG oder LPG, guter Let's Player. Jetzt bis auf die zwei Sachen, aber gut, die sind jetzt kein Beinbruch. Ich glaube, er ist seit ein paar Monaten dabei und hat schon 179 Abonnenten. Das zeigt eigentlich, wie gut er ist. Also er geht schon wieder straff aus seinen 200 zu. Also so gut war ich damals nicht und da kann noch recht viel kommen. Also ich denke mal, da wird er wird es noch weit bringen. Ich denke schon, wenn er von genug Leuten entdeckt wird, dann und von den richtigen Leuten auch entdeckt wird, dann wird er es doch schon sehr weit bringen. Also, Markus LPG, sehr guter Let's Player. Ich habe ihn jetzt auch auf Abo gesetzt, weil ich es sehr gut finde, was er macht. Und ihr könnt ja mal reinschauen, mal ein paar Videos angucken. Falls er euch gefällt, könnt ihr Abo da lassen oder eben nicht. Also ich habe aber auf jeden Fall mein Abo da gelassen, soll aber jetzt nicht heißen, dass ihr auch unbedingt Abo da lassen sollt. Ich habe es gemacht, ob ihr es macht, ist eure Sache. Also der erste ist Markus LPG, Stirner Let's Player, gefällt mir auf jeden Fall, was er macht. Er sollte so weitermachen wie gehabt. Gut, dann kommen wir auch schon wieder zum zweiten Kanal in dieser Vorstellungsrunde. Das sind drei Jungs waren das, glaube ich. Drei Jungs, die mich angeschrieben haben, die mir eine Video-Empfehlung geschrieben haben und da haben sie mir auch ihren Kanal ein bisschen vorgestellt in der Video-Empfehlung und da habe ich dann einfach gesagt, ja, kommt, ich schmeiß euren Kanal mal in die Band, stellt Vorrunde mit rein. Sie haben mir geschrieben, dass sie schon seit 6 Monaten dabei sind und sie haben erst 25 Abonnenten nach 6 Monaten und bei diesen Jungs, bei diesem Kanal kann ich das eigentlich so überhaupt nicht verstehen. Weil, wie sie ihre Let's Plays aufziehen, das ist schon
richtig genial. Also, sie machen das schon ein Stück weit sehr professionell. Also, wir sehen hier gerade auch den Trailer zu Risen 2, was ja auch am 27. April auf dem Kanal von ihnen erscheinen wird. Den Trailer von Risen 2 und der Trailer ist schon richtig gut gemacht. Also, Hut ab, das ist schon ein richtig guter Trailer, schon richtig professionell. Was mir auch noch sehr gut gefällt, da muss ich auch mal direkt ein Video zeigen. Das ist... Jetzt muss das Video erstmal laden. Na komm. Ja, Intro. Da sage ich dann auch noch gleich was dazu. Zur Sache mit dem Intro. Ich mach mal eben Ton weg, ne? Nichts gegen euch, aber ich habe hier gerade im Hintergrund noch Musik am Laufen und da wäre das dann nicht so toll. Genau, diese tolle Sache hier finde ich sehr cool. Das habe ich bei noch keinem Let's Player gesehen. Also da seid ihr wirklich die allerersten, bei denen ich sehe. Das habe ich auch noch bei keinem Gronkh oder Sarazar gesehen. Aber das ist eigentlich eine richtig coole Idee, hier einfach nochmal einblenden zu lassen, welches Spiel wir hier gerade sehen, welcher Part das ist. Und wie der Part heißt. Gut, steht zwar auch oben, aber das hier unten nochmal mit rein zu klatschen, ist eigentlich eine richtig coole Idee, wie ich finde. Also das finde ich richtig cool. Das ist mir als allererstes aufgefallen, als ich mir ein paar Videos von euch angeguckt habe. Richtig coole Idee, gefällt mir auf jeden Fall. Und auf jeden Fall das Commentary... Stimmt, dass die Tonqualität, die Bildqualität ist, stimmt eigentlich alles und die ganzen Trailer sind auch immer sehr professionell gehalten, wie ich persönlich finde. Es kann ja auch sein, dass jetzt ein Profi, da kann ja auch jetzt sagen, ist voll scheiße, ist voll amateurhaft, aber es ist schon richtig cool gemacht, auch die Intros sind richtig cool gemacht, da kann sich ja mein Intro hinterm nächsten Busch verstecken. Obwohl ich auch mit dem zufrieden bin, also ich will jetzt die Frau Hohenpriesterin da jetzt nicht irgendwie, ich bin ihr dankbar, dass sie mir ein Intro gemacht hat. Also das Commentary, Bild, Ton, alles super. Bei Skyrim, weil das hatten die auch gerade passenderweise. Ich habe jetzt nur zwei Parts gesehen, aber ich glaube bei Skyrim kommt am Anfang immer wieder dieses Intro zu Skyrim und... Es ist ein schönes Intro, es ist wirklich super toll, das Intro gefällt mir wirklich gut, aber das bei jedem Part zu bringen... Das kann schon nervig werden, gerade für die Leute, die jetzt sagen, ja, die Spiele sind Skyrim, gefällt mir eigentlich ganz gut, wie die das spielen. Ich gucke mir mal das komplette Projekt an von Part 1 aus, nämlich die Playlist. So, und dann gucken die das Projekt, keine Ahnung, 15 Minuten und dann nach 15 Minuten kommt dann der nächste Part automatisch und dann kommt wieder das Intro, was sie eigentlich schon vorher gesehen haben. Gucken dann wieder den Part und dann nach ein paar Minuten kommt wieder das Intro und das wird dann... ziemlich nervig, also habe es so gehandhabt, dass bei jeder, also am Anfang von jeder Aufnahmesession kommt mein Intro und dann für den Rest der Aufnahmesession, für die ganzen Parts, die in dieser Aufnahmesession sind, kommt das Intro nicht. Manchmal ist es auch so, da schneide ich zwei Aufnahmesessions zusammen, da kommt dann mitten im Part meine kurze Überblende und weiter geht's. Aber ansonsten immer nur an jeden Anfang von der Aufnahmesession. Könntet ihr auch so machen, wenn ihr das wolltet, oder ihr setzt jetzt wirklich sehr viel Wert drauf, dass das Intro immer erscheint. Könnt ihr natürlich auch gerne tun, aber ist halt ein bisschen nervig. Ich habe gesehen und gehört habe ich eigentlich immer nur einen Let's Player, außer jetzt bei den Minecraft Together, aber das ist ja auch normal. Habe ich immer nur einen von den drei Jungs gehört. Aber ich denke mal, die anderen werden auch noch ihr Projekt auf den Kanal irgendwann mal starten. Und er hat mir geschrieben, dadurch, dass sehr viele Interessengruppen dadurch vertreten sind, die drei spielen ja immer was anderes gerne, der spielt Rollenspiele gerne, der Eco-Shooter etc. pp. Wird es auch eine sehr große Auswahl an Spielen geben, was eigentlich auch sehr schön ist, eine sehr schöne große Auswahl an verschiedenen Spiele-Genres. Und ja, auf jeden Fall muss ich abschließend sagen, dass ich nicht verstehe, warum dieser Kanal nach über 6 Monaten, oder nach 6 Monaten, wie auch immer,
noch immer unter 30 Abonnenten hat. Ich meine, die Jungs machen das schon richtig gut. Also die Intros sind richtig gut, das Commentary stimmt, die Bildqualität, die Tonqualität. Es ist einfach alles ziemlich gut und ich verstehe es einfach nicht, warum dieser Kanal nur so wenig Abos hat. Deshalb habe ich den Jungs auch mal ein Abo da gelassen, weil das, was sie machen und wie sie es machen, ist schon richtig gut. Und die Jungs müssten eigentlich schon auf dem Level von dem Markus LPG sein, der schon auf seine 200 Abonnenten zugeht. Die Jungs müssten 1000 Abonnenten eigentlich haben, so gut wie die das machen. Also auch mit den Intros und alles. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ich euch wenigstens 3-4 Abonnenten mit diesem Vorstellungsvideo beschaffen kann. Also schaut euch die Jungs an. Sie machen momentan, ich glaube, Skyrim, Mirror's Edge und Minecraft Together machen sie momentan. Und das ist schon sehr cool. Das Minecraft Together habe ich mir auch mal angeguckt. Ist eigentlich sehr lustig. Ich habe auch, das gilt auch für den Markus LBG, den habe ich auch einen Daumen hoch auf sein Video gegeben, was ich geschaut habe. Habe ich bei den Jungs ja auch gemacht. Habe bei jedem Video, was ich gesehen habe, erstmal einen Daumen hoch gegeben, weil es wirklich sehr gut ist. Und geht auf den Kanal, schaut euch die Jungs an. Es lohnt sich auf jeden Fall, wie ich finde. Es lohnt sich auf jeden Fall. Weil das, wie sie es machen, ist wirklich richtig gut. Gut, JBY Gaming. Den Namen habe ich ja überhaupt noch gar nicht gesagt. JBY Gaming heißen die Jungs. Den habe ich noch überhaupt nicht gesagt. Gut, weiteres habe ich mir jetzt auch nicht aufgeschrieben. Also schaut rein. Die Kanäle sind wie immer im Video am Ende und in der Videobeschreibung verlinkt, wo ihr dann ganz schnell, ganz fix auf die Kanäle kommt und euch da mal umgucken können. Gut, dann kommen wir auch schon wieder zum letzten im Bunde, der natürlich auch wieder Autoplay hat, was mir sofort ins Gesicht gesprungen ist, der gute Sitter LP. Ich hoffe, der Name ist richtig ausgesprochen. Sitter LP sage ich jetzt einfach mal. Ja, Autoplay, wie gesagt, ist doof, weil man drückt den Leuten ein Let's Play auf, was die eigentlich überhaupt gar nicht sehen wollen. Ja, also ich mag Autoplay überhaupt nicht. Wenn ich auf den Kanal von einem Let's Player gehe, dann will ich selbst entscheiden, welches Video ich mir angucken will und will dann nicht gleich sofort eins aufgedrückt bekommen. Ja, so viel zum Autoplay. Zum Sitter LP habe ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Da habe ich jetzt auch nicht so viel zu kritisieren, weil Bild, Commentary und Ton ist gut. Da kann man nichts sagen. Und das Einzige, was ich jetzt eigentlich kritisieren kann, ist dieses Autoplay-Ding. Das ist eigentlich das Einzige, was ich an ihm bemängeln kann. Das Autoplay. Ich kann ja nochmal sagen, also er spielt Assassin's Creed, spielt er. Uncharted 3 online mit Freunden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das nur ein Part war oder ob der das regelmäßig macht, aber Batman, genau das war's. Batman spielt er noch. Und ja, ansonsten einfach mal bei Sitter LP reinschauen. Er hat schon 200 Abonnenten. Hat er sich eigentlich auch reglich verdient, wie ich finde. Also er macht das eigentlich relativ gut, was er da macht. Und ja, einfach mal reinschauen und entweder Abo dalassen oder nicht dalassen. Wie auch immer. Also, wie er es macht, macht er es schon eigentlich ganz gut. Auch wenn jetzt bei dem letzten Part von Assassin's Creed, auch wenn da er jetzt einen Gast dabei hat und die Tonqualität beim Gast nicht ganz so doll ist, aber dafür muss jetzt nicht er unbedingt was dafür können, dass die Tonqualität da nicht ganz so dolle ist. Es kann ja auch einfach nur am Gast liegen, dass der ein schlechtes Mikro hat oder bliblablub, da kann man auch nichts dran ändern. Deshalb wollte ich das jetzt auch so direkt nicht bemängeln, dass sich da die Tonqualität ein bisschen doof anhört, weil an sich ist ja eigentlich gut die Tonqualität und die Bildqualität und das Commentary, was ja eigentlich das Wichtigste ist, ne? Okay, dann könnt ihr bei Sitter LP gerne mal reinschauen und ja, entweder Abo dalassen oder ihr lasst es bleiben. Also 226 Abonnenten hat er schon. Vielleicht kriegt er noch ein paar dazu durch dieses Vorstellungsvideo. Mal schauen. Okay, dann war es das auch schon wieder für heute mit dieser Vorstellungsrunde. Wenn ihr auch mal mit dabei sein wollt bei dieser schönen Vorstellungsrunde,
Beschreibung, wie ihr mit reinkommen könnt, steht in der Videobeschreibung einfach im Betreff, wo ich erkenne, dass ihr es seid oder dass ihr euch hierfür bewerbt. Mir eine PN schreiben mit dem Betreff, Kanalvorstellung oder irgendwas, dass ich das erkenne. Und dann eine kleine Kanalbeschreibung. Ich nehme auf jeden Fall jeden Kanal mit rein. Also ich suche jetzt nicht aus, welche Let's Player sind gut, welche sind schlecht. Ich nehme wirklich jeden Kanal mit rein, weil es mir hier nur, weil es mir hier vorrangig wichtig ist, dass ich den Let's Playern Feedback gebe. Und wenn ich jetzt einen Let's Player nicht so gut finde und der bewirbt sich trotzdem bei mir, dann gebe ich dem natürlich auch Feedback und sage dem, was ich nicht gut finde, ganz klar. Und einfach bewerben, ihr kommt auf jeden Fall rein. In die nächste Vorstellungsrunde kommt ihr leider nicht, weil ich dafür auch schon wieder 3 Let's Player habe, die sich da von mir vorstellen lassen möchten, die da ja gesagt haben, kannst du machen. Und ihr wärt dann frühestens in der übernächsten Folge dabei. Aber ich denke mal, das ist auch nicht so schlimm, weil die Vorstellungsvideos kommen ja relativ regelmäßig. Kommt auch immer drauf an, wie viel Zulauf ich an Let's Playern habe, wie viele sich da jetzt gerade von mir vorstellen lassen wollen. Aber bei für die nächste Vorstellung habe ich schon 3 Let's Player, die da vorgestellt werden möchten oder die ich vorstellen darf, wie auch immer. Ansonsten könnt ihr das Video, ich weiß, das mache ich eigentlich nicht, aber ihr könnt gerne das Video verbreiten. Ich verlange keinen Daumen hoch, ich verlange auch kein Abo von euch. Aber wenn ihr irgendeinen Let's Player kennt, der auch erst neu angefangen hat oder der nicht weiß, ob das alles gut ist, was er macht und gerne mal von einem etwas erfahrenen Let's Player, weil ich bin ja jetzt nun schon fast 2 Jahre dabei und deshalb habe ich auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt und der von einem etwas erfahrenen Let's Player Feedback haben will, dann könnt ihr gerne dieses Video an ihn weiterleiten und könnt ihm sagen, da kannst du dich bewerben, wenn du mal irgendwie ein Feedback haben möchtest. Also ich verlange nichts von euch, außer dass ihr das Video, wenn ihr irgendjemanden kennt, ihm zeigt. Ansonsten, ich verlange keinen Daumen hoch von euch, ich verlange kein Abo von euch. Das ist wirklich nur ein Projekt, wo es nur um euch geht, nicht um mich. So viel dazu, das wollte ich eigentlich nochmal loswerden. Dann war es das dann auch schon wieder von den Let's Player Vorstellungen, will ich jetzt nicht sagen, von der Bandstellt-Vorrunde. Und ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, ich habe den Let's Playern, die ich jetzt vorgestellt habe, vielleicht ein bisschen geholfen mit meinem Feedback. Vielleicht haben sie noch 2, 3 Abonnenten dazu bekommen durch mich. Und an meine Abonnenten sei gesagt, wir hören uns in einem nächsten Let's Play wieder. Bis dahin. Tschö, tschö.